Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind in den Candice-Minen und da wollte es eigentlich gar nicht rein, denn wir wollten anfangen mit Level 1 in den Candice-Minen. Joa, sind wir mal gespannt. Candice klingt bei mir nur was bei einer großen Schwester von Phineas und Ferb, weil der aber auch Candice hieß. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ob ihr die Serie kennt. Ich meine, wäre eine sehr coole Serie, aber das ist jetzt nicht Part des. Ist jetzt nicht Thema des heutigen Partes. So, was. Ach, die Klappe ist besser so aus. Man ist mal weg. Also, hier ist definitiv. Ey! Digga, das ist ja behindert. Muss man auch mal kapieren, dass das so Sache ist. Kommen wir jetzt hin. Ja, bei der Welt, ich habe nie partiell meine Facecam von links nach rechts geswitzt. Hat keinen sonderbaren Grund. I mean, why not? Ist echt aufpassen, dass mit dem Mopsi am Ende kein Game Over bekommen, weil du so behinderte. Digga! Ich hab A gedrückt! Was ist denn da? Betrug? Weißt du, ich drück A? Aber das Ding bewegt es keinen Millimeter. Ich bin jetzt schon so kurz davor, durch diese Tür rauszugehen. Weil ich bin nicht wie gewisse Kollegen an einen Vertrag gebunden, der mich hier festhält. Ich kann gehen, wann immer es will. Hab's aber nicht vor. Sag mal, wisst, an wen diese Anspielung gerichtet war. So, jetzt hat, läuft das hier mal. Na, das kann du auf Jesse draufspringen. Mir kann ich da dann nicht. So, die Dinger, die saugen sich sogar noch. Ach du Scheiße. Digga. Ist die Scheiße knapp, ey. Eigentlich probiere ich es ganz viel ein, weil der Gegner tun die eh nicht das einzigste Ding, was mir Angst macht, sind diese Blöcke. Und die vermutlich auch so Rest. Die das immer so heiß knapp, ob es auf dem verliegen Block drauf bin oder nicht. Das ist nicht mehr feierlich. So, oh mein Gott. Hä? Was zum Fuck? Wie funktioniert dieses? Ach, ich verstehe das Prinzip von den Dingern tatsächlich sogar ein bisschen. Lel. Okay. Ja gut, das nutzt du ja nichts hier in dem Teil. Ja, Yoshi kann einen halt länger, kann man länger drauf schweben, wenn es brenzlig werden sollte. Ist eigentlich so nur logisch kombinieren, wo die Mitte. Die Frage ist, wie kommt man hier nach oben ohne Yoshi, Alter? Muss irgendwie so Glück haben, dass man. Die ist doch behindert, diese Stelle hier. Vielleicht ist die Stelle sogar besser als Pisset. Ich will da noch mal eine Chance geben. Ich glaube, dass die für den Teil hier wirklich besser geeignet wäre. Zumindest wenn man sie mit Items vollstopfen, wie der Krone. Probieren wir es mal damit. Weil ich glaube, gerade an so so Dinger, wo man da so fliegen muss, ist das, glaube ich, die deutlich sinnvollere Wahl. Das ist bisschen zu. Wie das Tanuki-Item eigentlich ist, aus so die Welt. Wisst ihr, wo Tanuki dann so fliegen muss? Das ist, aber man muss halt aufpassen. Weil dieses Item. Ich kann mal leicht verlieren. Digga. Ja, das Item hier ist einfach viel
Let's call it einfacher. Mit dem Dings-Item. Digga. Als ob. Nein. Als ob, Alter. Da finden wir das Ziel gewesen. Ich hatte gerade Angst, dass ich den Size-Boss von dem Endlevel nochmal machen müsste. Wir müssen erst aufpassen, wo wir ein Game Over in diesem Spiel kassieren. Und wo nicht. Es ist am meisten Stellen sinnvoll, man es nicht. So. Jetzt bereue ich mich, dass ich doch nicht noch mehr von den Dingern genommen habe. Muss mal schauen, wie es wird, aber jetzt bekommen wir das hin mit. Fuck. Das war dumm, weil ich würde das Level ganz von vorne machen. Gut, aber mit Jossi auf dem Buckel geht das relativ in die eine Stelle, damit den Dinge war es schon hart und fair. Ich möchte mal gut resten und können sie resten, ob man. Brunnen Yossi. Das war's meine eigene kleine Dummheit. Genauso wie diese Scheiße hier. Ja, come on. Wir bekommen jetzt nochmal so ein Size-Tor. Nee, es muss das Level als Mobs surfen, glaube ich. Ja, nee, es hat einen Versuch gestartet und der ist missglückt. Mobs hat auch nur noch 4 verdammte Leben. Macht die Sache nicht gerade einfacher. Nein, wir machen das ohne, wir sind ja hier nicht ganz dumm. Ja gut, wenn man mich so anschaut, meint man wäre es tatsächlich. Joa, was gibt's dazu? Nein! Ich schwör, ich bin da nicht. Dieses behinderte Dreckslevel. Es raubt mir den letzten Nerv. Komm, verpiss dich, du Scheiße. Ich mach das jetzt fertig hier. Cosa Ken. Hier muss man halt, darf man einfach nicht so schnell sein. Dann geht das schon. Und irgendwie auch Glück haben, dass man auf der richtigen Plattform steht, weil man sonst am Ende hart verkackt hat. Genau, die hat sich da noch ausgebreitet, ey, diese Scheiße hier. Nee, sorry Leute, aber ich verliere an diesem Level erst zu viel Leben, dass ich nicht mal feierlich ist. Aber ich will nicht diesen Size-Assistenten verwenden. Ich soll es eigentlich Baby einfach an Leveln hier.
Ich meine, ja, es war so ein Blablabla, man muss dann im Moment abwarten, aber wann ist denn der, wenn ich jetzt... Komisch, irgendwer schälen. Boah, das wird gerade heiße knapp. Na, das habe ich doch wohl nicht gerade wirklich gemacht hier. Die Scheiße hier. Digga, ein fucking Leben. Das ist nix. Ah! Falls ich mich suche, das Game ist mal wieder vergraben. Dieses Spiel ist so hoch vom Mist. Eieieiei. Ist ja alles so hart und ist feierlich. Ja, Yoshi frisst die Dinger, das ist halt auch das einzig Kluge. Boah, Alter, ich bin so richtig müde. Ist ja noch irgendwie, ich muss bleiben, ich bin noch richtig müde, keine Ahnung, irgendwie. Ah. Bin ich nahe bei deiner Sache, man merkt es vermutlich auch. Aber das ist in den letzten Tagen irgendwie so. Ich ist ja. Es ist entschuldigen mir für die ganzen Fails, die ich hier vor allem jetzt in den letzten 2-3 Folgen neihau, aber boah, irgendwie, keine Ahnung, klappt das alles nicht hier. So. Wie lange Gladiot eigentlich ist er jetzt, was bringt er? Digga, das ist ja hier Hochkunst. Alter, ich glaube, wie soll man denn sowas hier bitte schon machen? Ich meine, ja, es hab's mal so weit geschafft, aber das wäre mehr Glück als sonst irgendwas. Da wäre es jetzt direkt hochgesprungen. Da müsst ihr das selbst wissen, wie es halt müsste. Ja, moin. Da wäre ich auch direkt drüber, aber... Das, was ich mache, ist nicht unbedingt der Maßstab. I would say. So, let's see what we have here. Da wäre es ein so hartes Spiel gewesen. Also ich habe wirklich nur ganz kleines bisschen verkackt, aber die Leben war es mir nicht wert. Ich habe ärgert mich das hier auch gerade so hart, aber was soll's. Ich hoffe, wie es heiß und nah wir am Ziel dran waren. Ihr seht, das was sie da angestellt haben, war Aston is fireless, Alter. Aber es überhaupt gar nichts, ey. Joa, aber Yoshi wirkt noch so. Ah, ha, ha. Ha, Scheiße. So. Ah, vor allem, der hat aber noch Seiten im Part. Und ich glaube, das müssen wir mal zuerst hier draufhauen.
Und kommen so zum zweiten Level und machen mal die Cam auch mal wieder an. Boah, ich bin gerade irgendwie so ultramut auf einmal, weißt du? Hab noch relativ normal angefangen, ja, so das Level gehen doch. Und dann wurde es auf einmal ultramut. Keine Ahnung wieso. Keine Ahnung. Gut, die kann man jetzt eigentlich mehr oder weniger nichts töten. Das ist ganz gut und angenehm zu wissen. Hier gegen den Stromfluss hier schwimmen. Ach, an das Level erinnert es mich auch noch ein bisschen, glaube ich. Da kam da später mal so ein richtig netter Fisch, der dann irgendwie ganz, da ist so safe was hier, der einfach random nicht weggegangen ist. Ja, moin, er war nur mal so versteckte Münzen, aber es hatten ja auch nie was. Komm, ja, ich habe jetzt eine Sekunde. Ich bin immer, wenn ich so scheiße sehe, was eine Sekunde so spät das ist. Echt nicht feierlich. I can tell you. This definitely isn't fireless. Bam! Die haben aber so richtig hier Eis auf die Klöten gegeben hier. Oh, Digga, das brauchen wir. Junge! Zeiss! One up! Nein! Doch! Alter! Scheiße, war das knapp! Scheiße, war das knapp! Eine Sekunde weiter und die waren weg gewesen! Moment! Moment! Hier ist so safe was! Nein, ach du! Was machst denn du da? Hier immer wieder die... Boah. Junge! Ja, gar... Was bringt denn der hier für eine... Das wird ja toll! Mann, Mopsi, du... Danke! Kann das sein, dass man da so eh nicht hinkommt? Bisschen verkauft man zu dieser. Ach, geh doch mal weg, du Scheiß. Digga, was wollen die hier von mir? Ach, was das ist, was ist mir so blöde. Ich hätte irgendwie vielleicht oben drauf gemüsst oder so. Das ist mir jetzt aber alles so blöd hier. Keine Ahnung. Was geht's denn hier? Ganz provokant. Ich gehöre schon still oder auch noch nicht, weil hier kein Zeiss Healer näher ist. Ja, geht doch. Geht doch hier alles. Ja, aber ich glaube fast, das ist... Ah. Heißt, wenn ich das richtig sehe, haben wir als nächstes hier so ein... Den machen wir jetzt noch. Dann sind wir so mal hier halber Game Over, sicher. Ja, oh Gott, Krollturm des Trauens hier. Ja, ich habe so eine Angst. Bin ich im Bass, den wir hier gleich haben werden. Allesamt. Ja, das war halt vielleicht nicht so ganz geil. Na fuck, das geht, wenn man halt Item gesichert ist wie ist, sonst wäre es jetzt schon allein an dieser Stelle hier dreimal Treffer. Ist doch krank.
Ach, hierfür muss man klein sein, oder wie? Ach, halt doch dein Maul, Scheißspiel. Nee, es, sowas ist scheiße. Da ist man als Mopsy einfach voll im fucking Nachteil. Ich glaube, das ist als Mobs wieder so ein Easy-Going-Level. An das erinnere ich mich halt auch noch ein kleines bisschen an aus ja, damaligen Zeiten, wo ich das normalen Mode gespielt habe. War halt auch in der ersten Partie, vor allem für Miss. Als ultimativster Noob der Serie gefühlt. Das ist echt mal feierlich hier. Leck me. Wenn so eh hart, so hart, dass das Boss jetzt hier so eine richtig fette. Was ist, wo. Assi. Danke dafür. Richtig fettes, kleines Assi-Stück kommen wird. Man muss mal im Moment springen, so wäre ich das nicht. Ui, haben wir so einen Boss, geht da doch relativ schnell bis dahin. Auch wenn wir mal wieder den Anfang von ein paar übel verpellt vor allem verfehlt haben. Ja gut, der Teil ist dann wieder easy. Pack mal. Mehr oder weniger. So, ach, da kann auf einmal fliegen hier. Also, es duft sich doch ein bisschen hoch, aber zu derbe krass ist es nicht. Ja, ich glaube, wenn es eine komische Sturzflüge macht, kann ich nicht auf ihn drauf springen. Die Frage ist, was macht man es dann? Jetzt bin ich ja zum Beispiel gerade auf ihn drauf gesprungen. Ah, so muss das dann gehen, okay. War ein Fehler. Wenn man weiß, wie es geht, ist es eigentlich nicht schwer, dieser Level hier. Mann, es holt mir definitiv innerhalb der nächsten paar Monate eine Kinski-Beleuchtung, dann ist diese Helliskals-Kackseite hier auch mal endgültig Vergangenheit. Wisst ihr, das habe ich jetzt erst beim Mikrofon aufgebessert mit Node NT1A. Alles geil, alles funktioniert. Und jetzt folgt demnächst dann eben auch noch der, Videoqualität. Gut, mit dem dritten Level geht's im nächsten Part weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut, bis dahin und ciao!